Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch einen japanischen Hotpot namens Nabe. Das ist Nabe. Es gibt verschiedene Sorten von Nabe mit unterschiedlichen Brühe und Zutaten. Heute zeige ich euch eine Nabe, die nach Hühnerbrühe schmeckt. Japaner essen oft im Winter Nabe. Heute zeige ich euch eine Nabe, wie ich in Deutschland oft zubereite. Dann los geht's! Als Zutaten für Nabe kann man verschiedene Gemüse, Fleisch oder auch Fisch benutzen. Ich benutze heute für meinen Nabe Chinakohl, Rettich, Enoki-Pilze, Karotten, Udon-Nudeln. Ich benutze heute schon fertige Udon-Nudeln. Das kann man auch selber machen, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Und Rucola. In Japan benutzt man Rucola für Nabe nicht, aber ich benutze in Deutschland Rucola statt Mizuna. Mizuna ist auch eine grüne Gemüse und ja, Mizuna ist ein bisschen bitter. Aber kann man in Deutschland Mizuna nicht kaufen, deswegen benutze ich statt Mizuna diesen Rucola. Rucola schmeckt auch ein bisschen bitter, deswegen ist es ein bisschen ähnlich wie Mizuna. Dann benutze ich auch Tofu. Das habe ich in einem Asia-Supermarkt gekauft, aber man kann wahrscheinlich auch bei Edeka kaufen oder bei Rewe und so weiter. Und ich mache für Nabe Fleischbällchen. Dafür benutze ich diesen Schweinehackfleisch ohne Gewürze. Bitte benutze Schweinehackfleisch ohne Gewürze und nicht mit oder so. Schmeckt wieder anders. Diesen Schweinehackfleisch, dazu gebe ich ganz klein dünn geschnittene Lauchzwiebeln, Zwiebeln und Karotten gebe ich auch dazu. Und zum Gewürzen für Fleischbällchen benutze ich auch Ingwer, Sojasauce und Hühnerknochenbrühe. Das ist für heutige Nabe. Und ja, Enoki-Pilze zum Beispiel, das benutzen wir in Japan oft für Nabe. Aber man kann in Deutschland nicht so einfach Enoki-Pilze kaufen. Das habe ich bei Goajia gekauft, also in einem asiatischen Supermarkt. Wenn man das nicht hat, dann muss man nicht benutzen. Das schmeckt aber gut. Aber muss man nicht. Und wenn man hat, kann man zum Beispiel Shiitake-Pilze auch reingeben. Das ist sehr typisch in Japan, aber leider habe ich nur getrocknete Shiitake-Pilze zu Hause. Und man kann auch Hühnerfleisch, Oberschenkel auch für Nabe benutzen. Und natürlich kann man auch dünn geschnittene Schweinefleisch auch geben. Und Fisch kann man auch für Nabe benutzen, zum Beispiel Seelachs. Das könnt ihr auch in Nabe reingeben. Ja, und für Nabe brauchen wir unbedingt Topf. Ich benutze diesen japanischen Topf namens Donabe. Das benutzen wir in Japan oft für Nabe, aber das kann man in Deutschland nicht so einfach kaufen. Das habe ich bei Goajia gekauft, aber ja, man kann auch einen normalen Topf benutzen. Als Zutaten für Brühe benutzen wir Wasser bzw. heißes Wasser, Sojasauce, Sesamöl, Salz und Hühnerknochenbrühe. Nur das. Also man kann einfach Hühnerbrühe für Nabe machen. Das zeige ich euch nachher. Dann schneiden wir mal zuerst die Zutaten und mache ich mal Fleischbällchen. Ich bereite mal
als erstes gleich welchen zu. Und ja, ich benutze heute ungefähr 200 Gramm Schweinehackfleisch ohne Gebürste. Ja. Das gebe ich in eine Schüssel rein. Und dazu gebe ich ganz klein geschnittene Karotten und Lauchzwiebeln. Das muss ich erstmal schneiden. Ich schneide mal dann auch Zwiebeln. Ich habe heute auch Karotten, aber normalerweise benutzen wir für Fleischbällchen keine Karotten. Aber ich möchte mehr Gemüse essen, deswegen gebe ich auch heute auch Karotten. Normalerweise geben wir für Fleischbällchen, für Nabe, Lauchzwiebeln, Zwiebeln, Ingwer, nur das. Aber ja, natürlich, es kommt auf die Familie an. Und ich mache so, aber ihr könnt natürlich noch andere Zutaten geben, zum Beispiel vielleicht Chinakohl oder Kohl und so weiter. Aber ja, Chinakohl oder Kohl benutzen wir meistens für Gyoza an den Teigtaschen. Für Fleischbällchen braucht man eigentlich nicht so viele Zutaten. Ich habe alle Zutaten klein geschnitten für Fleischbällchen. Hier drinnen ungefähr 200 Gramm Schweinhackfleisch ohne Gebürste, klein geschnittene Zwiebeln, Lauchzwiebeln und Karotten. Dazu gebe ich Gewürze. Ich gebe dann 1 Teelöffel Hühnerknochenbrühe, 1 Teelöffel geriebene Ingwer. Ihr könnt natürlich frische Ingwer benutzen. Ich bin ein bisschen faul, deswegen habe ich bei Edeka diesen gehackten Ingwer gekauft. Ja, das kann man auch benutzen. Wenn ihr Ingwer sehr mag, dann könnt ihr auch natürlich noch mehr geben. Ja, ich gebe noch einen Teelöffel Ingwer, weil ich Ingwer liebe. Also, ich gebe 2 Teelöffel geriebene Ingwer. Ich gebe 2 Esslöffel Sojasauce. Dann gebe ich 2-3 Tröpfchen Sesamöl. Damit ich diese Fleisch und Zutaten zusammen einen Ball mache, gebe ich mal 2 Esslöffel Kartoffelmehl. Kartoffelmehl macht die Fleisch und Zutaten zusammen und man kann leichter ein Fleischbällchen machen. Ich gebe mal dann 2 Esslöffel Kartoffelmehl. Dann mische ich alle Zutaten zusammen. Und nimm bitte ein bisschen so ganz kleines Stück und diese Fleisch rolle ich auf meinen Händen. Auf der linken Hand lege ich Fleisch mit Zutaten und darauf gebe ich mal meine rechte Hand. Dann ein bisschen drücke ich da unten, aber nicht so ganz hart. Und dann rolle ich mit meiner rechten Hand. Einfach so. Das mache ich einfach weiter und weiter und weiter. Dann geht irgendwann mal einen kleinen Ball. Dann lege ich dieses Fleisch auf einen Teller und das wiederhole ich, bis die Fleisch weggeht. So, Fleischbällchen ist fertig.
Ich mache dann Brühe für Nabe und ich gebe 1 Liter heißes Wasser in einen Topf. 2 Esslöffel für Hühnerknochenbrühe. Einen halben Teelöffel Salz. 1 Teelöffel Sojasauce. Und 1 Teelöffel Sesamöl. Ich habe alle Gewürze für einen Hühnerbrühe gegeben. Also koche ich erstmal diese Brühe. Ungefähr bei mittlerer Hitze. Und man soll gut verrühren. Wenn wir andere Zutaten reingeben, dann kommt das Wasser ein bisschen hoch. Wenn euer Topf ein bisschen klein wäre, nach dem Kochen der Brühe, könnt ihr ja irgendwo in eine Schüssel geben. Und je länger man die Brühe bzw. Nabe kocht, desto weniger wird die Brühe. Deswegen kann man auch ein bisschen vorher in einem Schüssel ein bisschen trennen, aber muss man das auch nicht unbedingt. Aber wenn ich zu viele Zutaten gebe, koche ich diese Brühe über. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die Brühe gekocht wird, gebe ich zuerst Fleischbällchen. Weil Fleischbällchen ein bisschen groß sind, deswegen muss ich ein bisschen länger kochen. Ansonsten könnt ihr einfach erstmal alle Zutaten in einen Topf legen. Drauf kann man auch Brühe geben. Aber weil ich Fleischbällchen heute für meine Nabe benutze, deswegen koche ich als erstes Brühe. Dann kommt andere Zutaten. Bitte gebt Fleischbällchen ganz ruhig, ganz langsam, damit die Fleischbällchen nicht kaputt gehen. Ich gebe zuerst Karotten, Rettich, dann Chinakohl. Weil Karotten und Rettich braucht ein bisschen länger Zeit, bis sie gekocht werden. Deswegen gebe ich schon mal. Ich gebe dann Chinakohl. Ich gebe dann auch Enoki-Pilze. Diese Rucola, Tofu und fertige Udon, das kann man noch nachher geben, weil diese Zutaten ganz schnell gekocht werden. Deswegen warte ich ein bisschen. Und diese Wartezeit decke ich erstmal mit einer Decke. Ich gebe dann mal Rucola. Und Tofu. Und man muss nicht alle Zutaten auf einmal geben, sondern wenn diese Zutaten weniger werden, dann kann man nachher hinzufügen. Dann gebe ich mal Udon. Aber die Brühe ist ein bisschen schon mal ganz knapp. Wenn ich diese Udon jetzt hinzufüge, denke ich mal, ein bisschen knapp. Deswegen nehme ich diese Brühe ein bisschen weg, aber wir brauchen auch diese Brühe in einen Schüssel, damit wir auch Nabe mit Flüssigkeit, also mit Brühe, essen kann. Ich gebe dann Udon. Und Nabe sieht jetzt so aus. Dann, itadakimasu, guten Appetit! In einer Schüssel habe ich schon mal Brühe und heute habe ich einen Assistent, um Nabe zu essen, ist mein Mann. Konnichiwa! Dann nehme ich mal verschiedene Zutaten in meine Schüssel. Ja, ich denke, alles schon gekocht. Enoki-Pilze und Rucola und Udon-Nudeln. Bei Nabe kann man ganz viel verschiedene Gemüse und so
Fleisch, Fisch und so weiter essen. Ich denke deswegen, Nabe ist sehr gesund. Dann, itadakimasu. Schmeckt das? Gut. Ja. Oishii desu. Mein Mann sagt auch lecker, also ich habe gut getan. Sehr gut. Ja, gut? Gut. Übrigens kann man auch solche Gewürze auch für Nabe, also für die Brühe, nachher geben. Das heißt Shichimi-Togarashi. Das ist quasi ein Chili-Pulver. Und diese Shichimi-Togarashi, also Chili-Pulver, kann man auch für Udon oder andere Nudeln-Gerichte benutzen. Gochisousamadeshita. Danke fürs Essen. Wir haben Nabe alles auch gegessen. Es gibt verschiedene Nabe und verschiedene Brühe und Zutaten. Man kann also ganz verschiedene Nabe kochen. Und Nabe ist quasi ein japanisches traditionelles Essen, das man meistens oft im Winter mit einer Familie zusammen isst. Es gibt in Japan zum Beispiel Kimchi-Nabe, Tomatensauce-Nabe oder Dashi-Nabe, also alles Mögliche. Und man kann verschiedene Zutaten als auf einmal essen. Also ich finde, Nabe ist wirklich gesund und man kann die Zeit mit Familien genießen. Im Winter ist es meistens kalt, aber Nabe macht uns sehr warm und wir können mit Nabe sehr viel zusammen schöne Zeit verbringen. Ja, wie deutsche Weihnachten vielleicht. Ja, und deswegen probiert ihr auch mal diesen Nabe zu machen. Wenn euch das geschmeckt hat, dann schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Kommentare schreibt und ja, wirklich Nabe macht. Viel Spaß beim Nabe-Essen mit Familie oder auch Freunden. Und ich hoffe, dass ihr mit diesem Video Spaß haben konntet. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!